Leute, grüße euch zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas Spookiges, nämlich um diesen elektromagnetischen Felddetektor. Dieser kommt von Parkside, nennt sich PEMA1 und was da dran so gruselig ist, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, von Parkside gibt es ja immer wieder neue Messgeräte. Ich habe hier eine Serie von Messgeräten schon mal vorgestellt. Verlinke euch einige Messgeräte-Videos unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr ja dann mal gucken, ob noch etwas für euch mit dabei ist. Ja, zum Beispiel ein Windmessgerät, Temperaturmessgerät etc. Ein Klimadatenlogger und, sind dann dabei. Und heute geht es um diesen elektromagnetischen Felddetektor. Grundsätzlich ist so ein Gerät dafür da, um magnetische oder elektromagnetische Felder von zum Beispiel Geräten wie Fernsehern, Computern, Mikrowellen, Kühlschränken, Staubsaugern etc. zu detektieren und dann auf dieser mehrstufigen Skala auch anzuzeigen, wie intensiv das Ganze ist. Es ist dafür da, um zum Beispiel Elektrosmog zu detektieren, wenn viele Menschen sind ja da irgendwie ein bisschen empfindlich gegenüber elektromagnetischen Feldern, denen geht es ja nicht gut, die haben da irgendwie Kopfschmerzen oder sonst irgendetwas. Gerade in Schlafzimmern ist das ja auch oft der Fall, dass man irgendwo an irgendeiner Stromquelle ist oder an irgendeinem elektromagnetischen Feld sich befindet, morgens aufwacht, irgendwie Kopfschmerzen hat oder sowas und nicht weiß, wo das herkommt. Ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, ich bin also für sowas gar nicht anfällig. Neben mir kann, was weiß ich, ein Kernkraftwerk strahlen, das wäre mir prinzipiell erstmal egal. Aber für die Leute, die da sehr empfindlich sind, für die sind solche Geräte natürlich super, denn damit können sie dann in ihrer Umgebung dann natürlich ausloten, wo irgendwelche Felder aufgetreten sind und in welcher Intensität die aufgetreten sind. Und dadurch kann man natürlich dann auch probieren, das Ganze zu vermeiden, umzustellen etc. oder abzuschalten und. Und dafür sind dann, wie gesagt, solche Geräte da. Wir haben bei diesem Gerät mehrere Messstufen, 1,5, 2,5, 10 und 20 plus MG. Wir haben eine vierstufige LED-Anzeige, grün, gelb, orange und rot. Wir probieren das gleich nochmal aus. Ja, so sieht das Gerät dann ausgepackt aus. Eine große Bedienungsanleitung ist auch mit dabei. Wenn ihr davor schon mal reinschnüffeln wollt, einfach diesen QR-Code scannen oder Lidl-Service.com eingeben. Dann könnt ihr da schon mal reingucken, ob das Gerät auch etwas für euch taugt. So sieht es aus. Ein 9-Volt-Block ist mit dabei, der wird hier hinten dann eingesetzt. Also wie gesagt, keine Batterien werden dafür benötigt. Die sind dann gleich mit dabei und ihr könnt sofort loslegen. Und es ist nur eine einzige Taste, wie ihr seht, an dem Gerät vorhanden. Da drücken wir dann einmal drauf und das Gerät zeigt uns dann an, Moment, es ist hier eigentlich gar nichts an elektromagnetischen Feldern zu erkennen. Wir erkennen, ob das Gerät betriebsbereit ist über diese LED, diese Power-LED. Das heißt, das Gerät ist jetzt in Betrieb und misst. Und wenn wir hier ein elektromagnetisches Feld irgendwo aufspüren, dann wird uns diese Indikatorskala hier dann anzeigen, in welcher Intensität das ist. Und wenn es rot ist, ist es sicherlich nicht gut. Und wenn es grün ist, dann kann man das sicherlich hinnehmen. Und ich denke mal, wenn man auf solche Felder dann allergisch reagiert oder empfindlich reagiert, dann wird das ab Gelb schon kritisch. Wenn ihr euch mit solchen Themen auskennt, dann könnt ihr das ja sicherlich mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Gerät dann weiterhelfen würde oder weitergeholfen hat und wie das überhaupt ist, mit so einem, ne, möchte ich sagen, Handicap, aber mit so einer Einschränkung dann überhaupt zu leben. Und was man dafür alles tun muss, um dann sorgenfrei einfach durchs Leben zu kommen. Ich habe hier schon, wie ihr seht, hier ein Kabel einmal eingesteckt. Das führt jetzt hier zu so einem Netzteil hin. Und ich werde mich diesem Netzteil jetzt einmal nähern. Und dann werdet ihr sehen, schlägt das Ganze hier tatsächlich in der Nähe schon aus. Und ihr seht, da ist auf jeden Fall ein elektromagnetisches Feld, das auch in einiger Entfernung von dem Netzteil noch gut zu spüren ist. Und da funktioniert die Abschirmung des Gerätes dann einfach nicht so gut. Gut, da liegt jetzt keiner mit dem Kopf drauf oder irgendwas, aber in einer gewissen Entfernung ist dann eben jetzt nichts mehr an Ausschlag wahrzunehmen. Aber je näher wir kommen, desto höher ist der Ausschlag und das vibriert natürlich, weil die Felder ja sich in allen möglichen Richtungen dann natürlich auch verteilen. Probieren wir das mal an einem anderen elektrischen Gerät aus. So, wir können uns das jetzt einmal am Ofen angucken und zwar in der Mikrowellenfunktion. Das ist bei uns hier im Ofen integriert und dann werde ich das jetzt einmal vorhalten. So, noch habe ich nicht gestartet. Ich habe mich jetzt einfach nur so davor gestellt, habe den einmal eingeschaltet. Und wenn wir jetzt die Mikrowellenfunktion anschalten, dann werden wir gleich sehen, dass der jetzt von grün, wie er jetzt ist, dann natürlich in rot ausschlägt.
So, und da seht ihr, sofort sind hier die Ausschläge im Maximum, trotz dessen das Ganze hier mit so einem Gittermuster natürlich abgeschirmt ist, aber dennoch kommt da einiges raus. Also nicht so dicht vor die Mikrowelle stellen und gucken, wie schnell die Pizza fertig ist oder was man sonst so in der Mikrowelle macht. Selbst wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter mich wegbewege, sind noch deutlich Ausschläge da, aber jetzt sag ich mal so einen halben Meter Entfernung ist das schon im gelben Bereich. Und wenn ich mich jetzt noch weiter wegbewege, dann sind wir, na gut, ein paar Dinger kommen jetzt noch durch, je nachdem wie ich das Gerät jetzt hier halte, aber grundsätzlich nimmt die Strahlung dann ab. Ja, natürlich strahlen auch solche Router, wenn ich jetzt hier daneben einmal das Gerät einschalte, dann seht ihr, kann man das so ein bisschen sichtbar machen und auch da kann ich noch ein bisschen weggehen. Allerdings ist die Stärke dann am Gerät natürlich am intensivsten und wenn ich weiter weggehe, dann nicht mehr ganz so hoch. Es kommt natürlich immer darauf an, wohin der gerade ausstrahlt und was dieser Router dann auch kann. Der hier kann jetzt nur WLAN. Es gibt noch welche, die können Decktelefone dann verlängern oder repeaten. Das ist gar kein Router, das ist jetzt auch nur ein Repeater, habe ich mich jetzt versprochen. Aber grundsätzlich erfüllt das ja den gleichen Standard. Also strahlt ein WLAN-Signal aus und das können wir dann eben mit unserem Messgerät auch sichtbar machen. Ja, ich habe jetzt hier mal den Fernseher angeschmissen und muss sagen, wenn ich hier das Gerät einmal davor halte, seht ihr, dass hier absolut gar nichts ist. Allerdings hier in dem Bereich, da ist genau das Netzteil vom Fernseher hinter, beziehungsweise der Stromanschluss geht da rein. Da sieht man dann tatsächlich einen Ausschlag. Und auch so könnt ihr dann tatsächlich feststellen oder festlegen, wo in euren Räumen dann Elektrosmog entstehen sollte oder beziehungsweise feststellen, wo dieser überhaupt entsteht und diesen dann eventuell so hinstellen oder steuern, dass der eben euch nicht belastet. Es ist natürlich auch so, das funktioniert natürlich auch im Industriebereich oder generell, wenn ihr irgendwelche Räumlichkeiten einrichtet in der Firma oder sowas, einfach mal die Elektrosmogbelastung mit diesem Gerät testen. Vielleicht durch ein paar Umstellungen von irgendwelchen Geräten oder irgendwas kann man dann tatsächlich einiges noch vermeiden. Ja, und solche elektromagnetischen Felddetektoren, die kann man natürlich auch einsetzen, um nicht nur irdische Dinger irgendwie zu detektieren, sondern natürlich auch ein bisschen überirdische Dinge, zum Beispiel auch Geister, wisst ihr ja aus den Ghostbusters-Filmen, wer die geguckt hat, dass man da mit EMF-Detektoren so etwas detektieren kann. Bin jetzt hier mal an einem geistlichen Ort, wenn man das so nennen kann, eine Kirche. Wir können ja mal gucken, ob hier irgendetwas ausschlägt. Nö, nee, also hier scheint jetzt momentan niemand zu Hause zu sein. Es ist auch abgeschlossen, also es ist niemand da. Wir können also nicht rein. Gucken wir mal woanders. So, mit der Kirche hat das ja jetzt nicht geklappt, aber jetzt bin ich hier an einem Lost Place und wenn ich Geist wäre, ich würde mich auf jeden Fall hier zur Ruhe setzen oder niederlassen. Wir können ja hier mal durchgehen und mal gucken, ob wir hier irgendetwas feststellen. Ja, jetzt tatsächlich ein bisschen Ausschlag ist jetzt. Gucken wir mal hier weiter. Also nach unten gucken, nicht, dass ich hier irgendwie in eine Scherbe. Ach, schaut mal. Hier war doch eben. Hier war doch irgendwas. Wir gehen mal weiter. Gerät es also an. Hier können wir sicherlich auch nicht rein. Hier ist auch alles dicht. Hier ist eine Tür. Schauen wir mal hier. Nein, hier ist also auch nichts. Gehen wir hier mal nach oben, wenn wir das können. Hier ist so eine alte. Ah, schaut mal. Hier ist wieder was. Von den Blumen hier oder von dem Gestrüpp kann das ja sicherlich nicht sein. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Gehen wir hier mal hoch. Mal weiter. Scannen. Ja. Okay. Ihr seht, das ist. Jetzt haben wir hier vollen Ausschlag. Wo kommt das denn her? Schaut mal, hier ist nichts. Und hier ist was. Nein, das liegt nicht an der Kamera. Das haben wir eben schon probiert gehabt. Gucken wir hier mal. Merkwürdig ist das natürlich schon. Interessant auf jeden Fall. Hier ist auch was.
Schaut mal, immer mehr, je mehr man hier zur Tür. Ne, jetzt ist weg. Hier geht's. Also äußerst sensibel das Ganze, aber wo das jetzt herkommt, kann man auch nicht sagen. Vielleicht ist das einfach nur die falsche Zeit jetzt auch. So richtig großen Ausschlag oder dauerhaften Ausschlag hatten wir jetzt ja nicht, dass das jetzt hier volle Pulle ausschlägt. Hier ist wieder was. Kann auch irgendwo ein Handymast sein oder was, kann ich auch nicht ausschließen. Da wird sicherlich auch Ausschlag geben. Aber ich denke mal, vielleicht ist das einfach jetzt die falsche Tageszeit und man muss einfach mal nachts irgendetwas probieren. So Leute, dunkel ist es jetzt. Wir sind hier tatsächlich auf einem alten Waldfriedhof und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier irgendetwas feststellen können. Ein bisschen mulmig ist uns hier logischerweise schon. Wir sind zu zweit hier. Wir werden auch gleich mal noch eine Wärmebildkamera anschmeißen, aber jetzt müssen wir erstmal uns hier ein bisschen weiter vortasten. Es ist wirklich stockdunkel, wie ihr das seht, aber Lampe ist mit dabei und wir werden mal gucken, was jetzt hier passiert, beziehungsweise was das Gerät anzeigt. Also wir können jetzt erstmal hier auf die Wärmebildkamera gucken. Das ist jetzt hier Schwarz-Weiß-Bild. Da sieht man jetzt noch nicht wirklich was. Wir können ja mal umschalten auf Farbe vielleicht. Jawohl. Also so sieht man jetzt hier zumindest niemanden, der hier irgendwie sein könnte. Na gut, die Sträucher und alles ist jetzt hier grün. Ein bisschen wärmer als die Umgebung. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen auch noch. Gut, holen wir mal das elektromagnetische Feldgerät hier raus, den Felddetektor. Und wir sehen, wir haben hier tatsächlich Ausschlag. Jetzt nicht mehr. Das sind ja wir. Gehen wir mal auf die Wärmebildkamera. Da ist also nichts zu sehen. Wir gehen mal weiter bis zu den Gräbern hinten hin. Ein bisschen beschlagen ist die Kamera jetzt. Aber jetzt kriegen jetzt hier keine Anzeige. Jetzt leichter Ausschlag. Gucken wir, was die Wärmebildkamera sagt. Was ist da los? Das sind tatsächlich die Grabsteine, die sind rot. Die sind ein bisschen wärmer von der... Von der Sonne, meinst du? Ja. Wir sind im Wald. Ja, aber ein bisschen Sonnenlicht haben wir heute schon. Wir gehen da mal hin. Wir gucken mal nach. Ein bisschen mulmig ist uns ja hier tatsächlich schon. Das ist ja... Naja, gut. Das sind also hier drei alte Gräber, Grabsteine. Auf der Wärmebildkamera sieht man jetzt tatsächlich mehr. Die sind tatsächlich warm, wie ihr seht. Aber ansonsten haben wir hier, naja, geringen Ausschlag bis keinen Ausschlag. Ja, so kann man jetzt hier nichts feststellen. Da war vorhin am Lost Place auf jeden Fall mehr los. Hier ist jetzt, war jetzt voller Ausschlag. Die Kamera ist es nicht. Aber wir sind alleine. Aber wir sind alleine, sagt die Wärmebildkamera. Aber wenn hier irgendwie ein elektromagnetisches Feld sein sollte, dann kriegen wir das jetzt auch angezeigt. Leute, das ist echt nichts für mich hier nachts auf irgendeinem Friedhof hier und dann haben wir Ausschlag. Ich würde sagen, wir brechen hier mal eben ab. Und jetzt ist hier auf der Kamera. Ah, das bin ich. Er will mich hier nur ein bisschen veräppeln, aber... Das ist nichts für mich. Nee, das ist nichts für mich. Ein bisschen sprachlos sagen. Ja, wir gehen. Ich denke, wir brechen hier ab. Das hat jetzt also zu nichts geführt. Das Gerät schlägt zwar aus, aber ich möchte das jetzt nicht mit irgendwelchen kuriosen oder übernatürlichen Dingen hier in Verbindung bringen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, ob das auch was für euch wäre, nachts auf dem Friedhof mit so einem EMF-Messgerät hier unterwegs zu sein. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Auto und mal gucken, was heute noch folgt. So Leute, eine Location haben wir uns jetzt hier noch rausgesucht und zwar geht hier dieser Waldweg, der führt zu einer alten Brücke. Der Sage nach ist das eine alte Räuberbrücke und da haben früher Räuber die redlichen Handelsleute überfahren. Wir gehen mal gucken, ob man da irgendwas sehen kann. Ja, ist jetzt doch ein bisschen hin bis zur Brücke. Es ist natürlich auch sehr dunkel heute, scheint kein Mond, es ist bewölkt, ein bisschen regnerisch.
Aber wir scheuen hier keine Kosten und keine Mühen und werden euch die Brücke hier zeigen. Haben wir schon Ausschlag auf der Wärmebildkamera? Nö, bisher alles ruhig, man sieht den Weg. Wer sich noch für diese Kamera interessiert, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke es euch unten auch in der Videobeschreibung. Leute, echt, jetzt ist hier voll was passiert. Wir müssen hier mal ein bisschen schneller laufen. Nee, war nur Spaß. Wir sind natürlich gleich da. So, der Weg wird jetzt hier einspurig und man kann die Brücke da vorne schon sehen. Weiß nicht, ob ihr das hier schon im Bild sehen könnt. Wackelt ja alles hier so ein bisschen. Könnt ihr mal gucken, ob hier die Maschine hier schon... Ich möchte jetzt nicht sagen, aber die hat jetzt tatsächlich Ausschlag. Und wenn wir jetzt hier mal... Was ist denn das? Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Hier haben wir wirklich Ausschlag. Gucken wir mal auf die Wärmebildkamera. Das ist alles warm eigentlich. Hier rauscht es auch. Und das Teil flackert hier tatsächlich wild hin und her. Wir gehen mal weiter. Da ist die Brücke übrigens. Naja, die hat man natürlich schon mal restauriert jetzt in der Neuzeit. Die ist jetzt nicht mehr von früher, aber das ist ja schon merkwürdig, dass es jetzt hier solche Ausschläge gibt. Schaut mal. Den ganzen Weg über war jetzt eigentlich nichts. Na, ich dachte, ich veräpple euch hier mal. Und jetzt haben wir hier tatsächlich so einen Ausschlag. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Mal runter gucken, nicht, dass es hier morsch ist und man hier einbricht irgendwie. Hier ist übrigens das kleine Flüsslein. Oh Mensch, das ist ja jetzt... Ich mache nochmal einen Neustart. Nee, macht keinen Unterschied. Hier ist tatsächlich irgendetwas. Da waren irgendwelche Stimmen. Hier ist auf jeden Fall irgendetwas Elektromagnetisches, was hier diesen Ausschlag verursacht. Schreibt mal in die Kommentare, was das sein könnte, ob das was Übernatürliches ist oder ob ihr euch da irgendeine Erklärung herleiten könnt. Ich würde sagen, wir brechen wieder auf. Können ja nochmal einmal auf die Wärmebildkamera gucken. Hier sind jetzt tatsächlich Stimmen auch in der Nähe. Hört man das? Was ist das? Lilane da? Man weiß es nicht. Da ist irgendwie Nebel, der hier hängt. Gucken wir nochmal mit dem anderen Gerät. Ja, Ausschlag gibt es auf jeden Fall. Das ist ja doch... Okay. Na gut, wir wissen es nicht. Wir gehen jetzt wieder Richtung Auto auf jeden Fall. Ja, schreibt mal fleißig in die Kommentare, was ihr von dem Gerät hier haltet, auch was die Genauigkeit vielleicht betrifft oder was es damit auf sich hat, wenn man damit tatsächlich auf Geisterjagd gehen möchte. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch das Gerät ein bisschen näher gebracht habe, auch die reellen Einsatzzwecke, die das Gerät jetzt so mit sich bringt. Ich denke, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Schreibt mir, wie gesagt, fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.